Hello, my loves. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich habe mich gefühlt eine halbe Ewigkeit nicht mehr bei euch gemeldet. Und ich dachte mir, wir testen heute ein bisschen was aus. Denn ich hatte neue Make-up-Produkte bestellt. Die habe ich euch in einem Vlog gezeigt. Und ich wollte ein bisschen was testen, was Neues ausprobieren, gucken, wie meine Haut damit funktioniert. Und ich habe ja mittlerweile auch Lash Extensions. Ich habe richtig Bock drauf momentan. Und ja, dementsprechend werde ich ein paar Hautprodukte testen. Ich hatte mir nämlich einmal von L'Oreal diese Revitalist Laser Mal 3 mit Lichtschutzfaktor 25 bestellt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Die habe ich auch noch nicht benutzt. Da ist auch noch das Deckelchen drauf. Und ich bin gespannt, wie die sich anfühlen wird unter der Foundation. Dementsprechend würde ich sagen, trage ich die jetzt erstmal auf. Eigentlich ist es ein cooles Video, wenn ich mit euch echt mehrere Produkte teste und danach einfach sage, wie ich die fand. Weil eigentlich habe ich immer diese separaten Produkttest-Videos gemacht. Allerdings muss ich ehrlich gestehen, das mag ich auch. Aber ich glaube, für euch ist es spannender, wenn wir einiges testen. Und dementsprechend werde ich das in nächster Zeit definitiv so handhaben. Schreibt mir natürlich gerne in die Kommentare, ob das euch so gefällt oder ob ihr sagt so, nein, Nessa, teste lieber alles einzeln, damit wir die Videos besser finden. Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. So. Also die Creme, oh, riecht fantastisch. Ich hatte mir noch zwei andere Cremes von L'Oreal bestellt. Die finde ich jetzt nicht so krass vom Geruch her. Aber die gefällt mir wirklich gut und ich mag es halt, wenn ich ein Produkt habe, was ich unter meinem Make-up trage, was mir auch vom Duft her gefällt, logischerweise. Und dementsprechend gefällt mir das richtig, richtig gut. So, Creme gefällt mir super, muss ich auf Langzeit auf jeden Fall testen, denn ich muss ehrlich gestehen, ich finde, bei einer Creme kann man nicht sofort sagen, findet man das gut, findet man das nicht gut, sondern das muss die Haut zeigen. Und vor allen Dingen, wie die Foundation drauf sitzt, das testen wir ja jetzt aus. Ich habe mir nämlich einmal meine große HD Liquid Coverage Foundation geholt. Die ist in einem anderen Ton als meine. Die ich hier habe, ist so eine ganz kleine in der Farbnummer 030 Sand Beige. Ich dachte, ich wäre komplett vom Schuss ab mit der Farbe. Bin ich gar nicht. Ich habe die 036 Hazelnut Beige bestellt. Und die werden wir heute auch mal austesten, wie die vom Farbton her ist. Weil ich habe sonst keine neue Foundation zum Testen, weil ich die richtig gut fand. Und bei Foundations haben wir uns ja auch schon durchgetestet. Dann habe ich mir nämlich Bronzer bestellt und Primer bestellt. Und ich würde sagen, wir testen auch nochmal einen Primer. Wie wäre es mit dem hier? Diesem Angel Veil Primer. Finde ich ganz interessant. Da ist auch noch das Näppchen drauf. Den werde ich aber nur punktuell auftragen, weil ich eigentlich gar nicht Primer unbedingt im gesamten Gesicht brauche. Aber die Stellen, die ich halt gerne prime, ist einmal mein Kinn und einmal hier die Seiten. Und hier auf der Nase. Uiuiuiui. Okay, das müssen wir gut verteilen. Uiuiui, der wird eine halbe Ewigkeit halten, weil der ist super, super ergiebig. Oh, ich hoffe, dass meine Foundation mir jetzt nicht wegrutscht. Das ist zu viel Primer. Verdammt. Okay, Leute, das war nicht mein Plan. Das Ding ist, ich weiß ja, wie die Foundation sonst performt. Dementsprechend werde ich das natürlich jetzt mit einbeziehen in die Bewertung. Der Primer gefällt mir richtig, richtig, richtig gut auf der Haut gerade. Der macht so richtig flawless Finish, als hättet ihr einfach einen Filter drauf. Ich liebe sowas ja sehr, dementsprechend dem schon mal einen Daumen nach oben. Aber die Frage ist, funktioniert Foundation damit? Was halt sehr wichtig ist zu wissen. Ich benutze jetzt wie gesagt die HD Liquid Coverage Foundation in der Farbnummer 036 Hazelnut Beige. Das funktioniert doch schon mal besser als das kleine, weil bei mir war halt absolut gar nichts mehr drin. Und dementsprechend brauchte ich unbedingt eine neue Verpackung. Beziehungsweise ein neues Produkt. Das Ganze trage ich mir jetzt erstmal mit einem Pinsel auf und arbeite mir das dann mit meinem Beauty Blender ein. Das funktioniert für mich eigentlich wirklich richtig gut und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber ich habe das Gefühl, der Geruch bei der großen Packung ist angenehmer als der bei der kleinen. Der Ton ist auf jeden Fall dunkel. Also dunkler als der andere, den ich sonst benutzt habe. Finde ich allerdings nicht so schlimm, weil ich ja im Normalfall Selbstbräuner benutze. Und bald ist es endlich soweit, denn bald werde ich definitiv wieder regelmäßig Selbstbräuner benutzen. Ich habe jetzt so viele Punkte, wenn man das so sagen kann, von meiner To-Do
Tattoo-Entfernungsliste abgehakt, dass ich jetzt ehrlich sagen muss, bald ist es soweit. So. Foundation lieben wir. Jetzt nehme ich mir meinen Schwamm und arbeite mir das ein. Also den Rest. Ich weiß nicht warum. Ich kann irgendwie nicht komplett nur mit einem Pinsel arbeiten. Dementsprechend gehe ich immer nochmal mit einem leicht angefeuchteten Schwamm drüber. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Hier, das verblenden wir gleich noch mit Glitzer. Der Primer gefällt mir sehr, sehr gut. Ich zoome euch mal ein bisschen rein, dass ihr das auch nochmal seht von nahem. Seht ihr das? Es ist so ein unfassbar schönes Finish. Das ist wirklich toll. Sehr, sehr schön. Ich werde heute mal etwas ausprobieren. Ich hoffe, das geht jetzt nicht in die Hose. Und zwar werde ich von LA Girl Pro diesen orangen Concealer nehmen und mir ganz bisschen unter mein Auge geben. Das dann ausblenden und danach gehen wir mit einem Concealer in meiner Farbe drüber. Das soll nämlich helfen, das Bläuliche, was ich unter meinen Augen habe, so ein bisschen rauszunehmen. Und ich liebe ja meinen LA Pro Girl Concealer. Und dementsprechend dachte ich mir, testen wir das einfach mal aus. So, das nehme ich jetzt und arbeite mir das ein. Das sieht jetzt schon sehr komisch aus. Ich hoffe, es geht heute nichts schief. Ich liebe es auch, wie gepunktet das Ganze aussieht. Also ich glaube, nächstes Mal würde ich das auf meinen Finger auftragen und dann einarbeiten. Ich denke, das könnte besser funktionieren als das, was ich jetzt gerade hier mache. Ich sehe gerade ein bisschen krank aus oder als hätte ich eine Allergie. Das ändern wir aber jetzt. Eigentlich können wir auch direkt einen neuen Concealer ausprobieren und zur Not packe ich den einfach drüber. Und zwar den Anti-Age-Löscher Multi-Use-Concealer von Maybelline. Den werde ich jetzt mal ausprobieren. Ich habe den, glaube ich, irgendwann mal gehabt, fand den aber viel zu teuer für einen Concealer. Aber dachte mir jetzt, we try. Probieren das Ganze doch nochmal aus. Ich bin ein bisschen verwirrt, dass hier unten gar nichts drin ist, was das nach oben schiebt. Oh, dieses Gedreh hat mich damals schon genervt. So. Hier unten ein bisschen, hier oben ein bisschen, auf dem Nasenrücken ein bisschen, hier und hier. Um das Ganze so ein bisschen aufzuhellen. Ich weiß nicht, ob das vom Ton her jetzt so gut harmoniert mit der Foundation, weil ich die Produkte ja noch nicht zusammen benutzt habe, kann ich das gerade noch gar nicht sagen. Ich finde, der Concealer fühlt sich gerade sehr leicht an. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt unter den Augen ändert. Und ich finde, der lässt sich krass schnell einarbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, aber ich bin ja nur ganz kurz drüber gegangen. Und der Concealer ist schon eingearbeitet. Wow. Ich kann natürlich jetzt nicht beurteilen, ob der immer so krass aussieht, also so gut und so schnell funktioniert, oder ob das jetzt an diesem orangen Unterton liegt. Aber ich finde, das Orange macht definitiv das, was ich wollte, was es macht. Und das ist ja schon mal positiv. Ah, der Concealer ist ja krass. Also hier hatte ich ja nichts an Orange aufgetragen, hier hinten. Und das sieht mega gut aus. Wow. Das gefällt mir sehr gut. Von der Farbe her muss ich aber sagen, glaube ich, mag ich meinen LA Girl Pro Concealer mehr. Den werde ich mir jetzt hier unter die Augen auch noch ein bisschen auftragen. Das ist übrigens eine neue Packung. Einfach um das noch ein bisschen mehr aufzuhellen, damit die Foundation etwas mehr zu dem Rest passt. Auch wenn die Foundation sowieso viel zu dunkel ist. Gerade für mich ohne Selbstbräuner, aber ist nicht schlimm. Und somit testen wir auch, ob sich das Ganze aufbauen lässt und ob der Augenlöscher auch mit anderen Produkten funktioniert, was ich auch immer wichtig finde. Weil ich möchte manchmal noch mehr Deckkraft, manchmal vom Farbton her was ändern. Und dementsprechend ist das eine ganz gute Variante, das mal auszuprobieren. Und es funktioniert. Also ich weiß nicht, ob das gerade am Primer, an dem Orangen liegt oder an dem Concealer, an diesem Liebling hier. Aber das sieht ja fantastisch aus. Boah, ich glaube, ich habe das Augen-Make-up unter meinen Augen lange nicht mehr so gefühlt wie gerade. Das gefällt mir unfassbar gut. Wow. Jetzt muss nur noch das Puder stimmen
dann bin ich happy. Ich hatte nämlich letztes Mal einen Hack ausprobiert. Dazu kommt auch noch ein Hack-Video online, denn ich möchte so ein paar Make-up-Hacks mit euch von TikTok probieren. Und da habe ich nämlich den Concealer mit einem Pinsel mit Puder drauf ausgeblendet. Können wir natürlich jetzt nicht machen, weil ich das Ganze mit einem Schwamm eingearbeitet habe und neue Puder testen möchte. Deswegen bin ich umso gespannter, wie die Puder jetzt funktionieren. Ich habe auch das erste Mal nach einer halben Ewigkeit Puder geholt, die einen leichten Farbton haben. Und deswegen bin ich mir gerade unfassbar unsicher, welches ich benutzen soll. Also welches hell genug ist für mich. Aber wir gucken jetzt mal. Ich würde gerne eins von den beiden hier ausprobieren. Die hier habe ich damals immer benutzt. Also ist schon sehr lange her. Und das hier habe ich noch nie benutzt. Und ich überlege, das Perfect Match Foundation Puder, keine Ahnung wie es heißt, zu benutzen. Und das Ganze einfach mal auszuprobieren. Wir könnten auch eine Seite so machen und andere Seite so. Da muss ich nur gucken, dass es von der Farbe her passt. Und zur Not gehe ich mit einem ganzen Puder nochmal drüber. Machen wir das so. Ich benutze jetzt einmal von Manhattan das Clear Face Compact Powder in der Farbe 70 Vanilla. So sieht das Ganze aus. Da kommt auch so ein Schwamm mit. Den feiere ich jetzt nicht so unbedingt. Deswegen würde ich sagen, blende ich das Ganze mit meinem Puderpinsel. Mit meinem Schwämmchen nochmal aus. Gehe mit meiner Puderquaste hier einmal rein. So. Und arbeite mir das erstmal hier ein, um zu gucken, weil ich glaube, es könnte halt unter meinem Auge ein bisschen zu dunkel werden. Das Problem ist mit diesen farbigen Pudern, es macht halt die Foundation immer um einiges nochmal dunkler. Und das mag ich halt gar nicht. Deswegen pudere ich gerade diesen Bereich hier ab und lasse das unter meinem Auge gerade mal frei. Ich nehme jetzt mal die Fit Me Foundation in der Farbnummer 2N Neutral. Und werde mir das Ganze mit der anderen Puderquastenseite jetzt einmal hier auf der linken Seite einarbeiten. Ich würde sagen, der Farbton gefällt mir schon tausendmal besser. Ich glaube, wenn da draußen jemand von euch ist, der ins Fernsehen gehen will oder im Fernsehen aufgenommen wird, ich glaube, diese Seite hier könnte definitiv problematisch werden. Es hat so einen leichten grauen Unterton und das gefällt mir gar nicht. Das Perfect Match Puder gefällt mir schon mal besser. Ich benutze jetzt auch nochmal den Powder Proof, der mit dabei ist. Der funktioniert irgendwie nicht so. Okay, das mag ich nicht. Das klingt auch ganz falsch. Also. Ich würde sagen, das Perfect Match Powder gefällt mir schon mal besser. Aber übertrieben gut jetzt auch nicht. Das funktioniert gar nicht. Okay, nicht schlimm. Dann benutze ich das Puder, was ich sonst immer unter meinen Augen benutze. Wer mich kennt, weiß, ist das mittlerweile das Brighten Up Powder von Essence. Das mag ich ganz gerne. Das highlightet so ein bisschen unter euren Augen und dieser Puder Proof von Essence ist auch ganz toll. Der Puder Proof von Evelyn war das, glaube ich, hat mir jetzt nicht so zugesagt. Ich fand den ein bisschen hart von der Bewegung her. Also der ist so, seht ihr das? Der ist so steif vom, man kann das nicht so gut bewegen. Ich mag das nicht. Deswegen, das hier gefällt mir auf jeden Fall besser, weil den könnt ihr auch so benutzen, wie ihr da gerade lustig zu seid. Kommt in jede Ecke und in jeden Winkel. Und weil ich den so gerne mochte, dachte ich mir so, komm, bestell mal so ein Schwämmchen. Vielleicht gefällt dir das ganz gut. Dem ist leider nicht so. Das ist aber auch nicht schlimm. So, ich blende jetzt noch einmal hier an meinen Augen das Ganze aus. So, und trage mir da mein tolles Puder auch nochmal hin. So. Ein bisschen schade, dass das jetzt nicht so funktioniert hat, wie ich mir das gedacht habe mit diesem Puder hier. Aber ich glaube, das Perfect Match Puder könnte wirklich nicht schlecht sein. Das werde ich auf jeden Fall weiterhin noch testen. Das Ding ist, ich mag es auch super gerne, zwei Puder so ein bisschen zu mischen. Dass ich in der Mitte so ein bisschen heller bin, nach außen ein bisschen dunkler bin und das Ganze so ein bisschen aufzubauen.
Mag ich persönlich ganz gerne. Ist natürlich Geschmackssache, ob man das mag, ob man nur ein Puder benutzen möchte. Und ja, die Foundation ist schon sehr, sehr dunkel. Und die dunkelt auch nach, habe ich das Gefühl. Das hatte ich bei der anderen Farbe nicht so extrem, das Gefühl. Aber ist nicht schlimm. So. Mein Hautbild gefällt mir anders gut. Also es sieht leicht cakey aus. Das ist bei mir immer direkt nach dem Auftragen so. Daher, dass ich aber gleich mit Wasser alles sette, weiß ich, dass es gleich besser aussehen wird und so ein bisschen mehr mit der Haut verschmilzt. Ich mag den Primer. Ich mag, dass der Primer sich nicht irgendwie jetzt mit der Foundation bewegt hat. Obwohl ich schon gut rumgewischt habe gerade. Das habt ihr auch gesehen. Gefällt mir wirklich richtig gut bisher. Jetzt ist die Frage, welchen Bronzer ich testen möchte. Ich glaube, ich werde den Matt Bronzer von NYX so leicht als Blush benutzen. Und ich habe die Hoffnung, der ist in der Farbe Deep Tan, dass der so ein bisschen der Jasmin Azizam Palette ähnelt. Und das gucken wir jetzt mal nach. Der hier auf meinem Mittelfinger ist der von der Jasmin Azizam Palette. Und der untere ist der von NYX, dieser Matt Bronzer. Haben wir einen Dupe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, stopp. Wir testen jetzt einen Konturpuder, was ein bisschen aschiger ist, weil ich hier auch noch mehr habe zum Testen. Und dann tragen wir den da drüber. So mache ich das ja auch von ihrer Palette aus. Also ich benutze ja immer erstmal ihren helleren Ton, den hier. Und dann gehe ich in den dunkleren. Wenn ich einen Dupe gefunden habe, Leute, ich heule. Oh mein Gott, das wäre zu krass. Okay, wir gucken mal kurz, ob ich noch ein anderes Dupe gefunden habe aus Zufall. Ich habe eigentlich gar nicht nach einem Dupe geguckt, sondern ich habe eigentlich nach Bronzern geguckt aus der Drogerie, einfach so zum Testen. Oh mein Gott, der könnte sogar auch noch hinkommen. Der sieht sehr aschig aus von Catrice. Ich hatte mir nämlich von Catrice die Holiday Skin Luminize Bronzer bestellt. Okay, ich habe hier einmal den Holiday Skin Bronzer. Ich schwöre euch, Leute, wenn ich jetzt aus Zufall einfach zwei Dupes gefunden habe zu beiden Farben aus der Jasmin Azizam Palette. Das hier ist der aus der Jasmin Azizam Palette auf meinem Ringfinger. Nee, der hier ist, also der von Catrice ist auf jeden Fall kühler. Das seht ihr auch. Der sieht aber schon gut aus und er hat sich auch sehr gut angefühlt, gerade im Fännchen. Und der von Trended Up in der 020 ist auf jeden Fall heller. Das sieht man, denke ich, ganz gut. Aufgetragen ist das der Jasmin, das der Catrice und das der Trended Up. Der Trended Up kommt dem schon näher. Also ein Mix aus beiden wäre nicht schlecht. Gefällt mir gut. Leute, ich bin unkostbar gespannt, wie das jetzt aufgetragen aussieht. Ich denke, ich werde den von Trended Up jetzt mal auftragen. Erstmal, um eine leichte Kontur zu machen. Und dann werde ich mit dem von NYX drüber gehen, so wie ich es mit den Jasmin Azizam Produkten mache. Ich müsste eigentlich jetzt wirklich eine Seite so machen. Aber ich gucke jetzt erstmal auf einer Seite, wie es wird. So, Trended Up Silk Sun Glow Bronzer in der 020. Der gefällt mir sehr gut. Der ist sehr leicht. Der ist nicht zu stark. Und der lässt sich gut aufbauen. Ich werde jetzt auf gut Glück auf der linken Seite mal den von Jasmin auftragen, den helleren, den hier. Es kann sogar sein, dass es an dem Unterton von dem Puder liegt, was ich hier drauf habe, dass es hier noch aschiger aussieht. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es sieht wirklich richtig, richtig, richtig ähnlich aus. Crazy. Das ist so krass. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mit einer Bestellung, wo ich irgendwelche Bronzer bestellt habe, ich habe wirklich null geguckt, welche Bronzer ich bestelle, dass das so... Wow. Ich gehe jetzt mal in den von NYX rein. Ich
glaube, ich habe echt mit dem Puder hier an diesem Punkt verkackt. Ich habe da nämlich so eine richtige patchige Stelle. Der ist schon sehr dunkel. Und der sieht fleckig aus, aber ich glaube wirklich, das liegt an dem Puder. Ich weiß nicht, ob ihr das eben auch mit dem Puder gesehen habt. Ich gehe jetzt mit dem Pinsel so ein bisschen auf meinem Handrücken lang. Also mit dem hier müsst ihr vorsichtig sein. Der gibt super viel Produkt direkt ab. Da ist nichts mit Aufbauen oder so. Desto mehr Produkt ihr am Pinsel habt, desto extremer wird. Ich gehe jetzt hier unten in den rein. Ja, ich liebe halt den aus der Yasmisa Palette vom Auftrag her. Aber ich blende mir das Ganze jetzt mal aus. Ich finde, auf der Stirn können wir es ganz gut beurteilen und ich finde, dass es sich sehr, sehr ähnlich sieht. Ich glaube wirklich hier, das war das Puder, weshalb ich hier so einen kleinen Fleck habe. Ich finde schon, dass es sich ähnelt. Ich finde den vom Finish her immer noch schöner. Also über den Yasmina Sisam Bronzer kommt wirklich nichts, aber ich finde, von der Farbe her ähnelt sich das ganz gut und ich werde es definitiv im Alltag weiter ausprobieren, wie sich die Bronzer, die ich gerade mit euch getestet habe, so ja, verhalten. Ich blende jetzt hier noch so ein bisschen rum. Es gefällt mir krass gut. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich so nah vom Farbton her komme. Mir ist es auch eben erst aufgefallen, als ich das so aufgemacht habe, wo ich mir so dachte, warte mal. Interessant. Wirklich sehr, sehr interessant. Ich würde sagen, ich mache mein Make-up jetzt mal zu Ende und dann kommen wir zu einem Fazit. Make-up ist done und ich würde sagen, ich gebe euch jetzt mal auf die Schnelle mein Fazit. Ich bin wirklich unfassbar zufrieden mit der Creme und dem Primer, wie das Ganze harmoniert. Ich habe selten, wenn nicht sogar noch nie, einen Primer gehabt, der bei so einer Menge so gut funktioniert. Das Problem mit Primer ist wirklich, sobald ihr zu viel auftragt, wie es mir sogar eben passiert ist, rollt sich das ganze Make-up ab und das ist definitiv nicht Sinn der Sache. Dementsprechend fand ich die Kombi toll und denke, wenn man sogar noch ein bisschen weniger von dem Primer nimmt, funktioniert es bombastisch. Foundation liebe ich übertrieben, habe ich euch da vorher schon gesagt, das ist einfach meine absolute Favorite Foundation, gerade wenn es darum geht, wenn ihr Bilder machen wollt oder viel mit Videos macht, es macht einfach so einen richtigen Filter-Effekt und sieht einfach unendlich gut aus. Den Concealer, ich war unendlich begeistert. Allerdings bin ich nicht sicher, ob es an der Kombi lag mit dem orangen Ton. Das muss ich alles nochmal ausprobieren. Es hat mir aber unfassbar gut gefallen. Die einzigen Produkte, die mich heute ein bisschen enttäuscht haben, sind die Puder. Obwohl ich sagen muss, dass das Perfect Match Puder mir sogar noch besser gefallen hat als das hier. Schade, dass ich einfach 3 Stück davon habe. Es geht sich aber hier eher sogar noch um die Farbe. Ich werde das Ganze auch nochmal probieren, mit einem Pinsel aufzutragen. Vielleicht auch nochmal ohne Foundation drunter zu tragen, wie das dann das Hauptbild macht. Denn das Ganze trägt man, glaube ich, eigentlich sogar ohne Foundation auf. Und es ist so mäßig wie so eine Powder Foundation. Ich bin gespannt, ob ich damit noch klarkomme und das vielleicht mein Holy Grail wird, wenn ich ungeschminkt bin oder ganz wenig machen möchte, weil das kann ich mir gut vorstellen, weil es richtig schnell geht. Aber vom Farbton her muss ich auf jeden Fall mal schauen, ob mir das so passt. Wie gesagt, das Perfect Match Puder hat mir ganz gut gefallen, muss ich aber auch auf Langzeit testen. Ich habe so ein kleines Problem, anständige Puder zu finden. Ich habe zwar eins, was ich mag, aber irgendwie, ich bin immer auf der Suche nach was Besserem, was so Beauty-Produkte angeht. Denn ich denke mir ganz ehrlich, es wird safe ein Produkt da draußen geben, was euch so krass aussehen lässt. Und auf der Suche danach bin ich. Zu den beiden Bronzern kann ich euch nicht so unfassbar viel sagen. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden, wie es aussieht. Ich denke aber, dass hier das Puder wirklich reingeschissen hat auf der Seite. Hier haben wir ja die Yasmina Sisam Produkte, womit ich unfassbar zufrieden bin. Und ich denke, wenn ich das auf Langzeit testen werde, bin ich auch gespannt, wie sich das so auf Langzeit beweisen wird. Denn ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass alle Make-up-Produkte ihre Zeit brauchen, um sich zu beweisen, um zu zeigen, wie sie sich im Alltag so verhalten und vor allen Dingen im Laufe des Tages aussehen, weil nicht jedes Produkt sieht wie nach dem Auftrag nach 6-7 Stunden Tragezeit aus. Und ich bin allgemein kein Mensch, der 80.000 Stunden seine Foundation trägt, aber wenn ich Halt brauche, will ich wissen, dass es alles da bleibt, wo es ist. Und das ist eben der Punkt, weshalb ich mit euch diese Testvideos mache. Und ich denke, dass ich vielleicht auch mal so alle paar Monate ein Favoritenvideo machen werde, wo ich euch dann sage, welche Produkte ich auf Langzeit gut fand, welche nicht. Falls ihr das wollt, schreibt mir das gerne mal. Ich würde sagen, so quartalsmäßig wäre das eigentlich nicht schlecht alle 3 Monate, weil jeden Monat habe ich definitiv keine neuen Favoriten. Aber so quartalsmäßig denke ich schon. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mir definitiv bitte unten in die Kommentare rein, wie euch das Format gefällt, ob ihr das mögt, wenn ich mehrere Produkte in einem Video teste
und was ihr von den Produkten haltet. Falls ihr Produktvorschläge habt, die ihr sehen wollt in solchen Testvideos, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Da werde ich natürlich darauf eingehen. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dann. Ciao, ciao.